Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Graukferse? Ah, sogar hier mit Wortspiel, der gute Torvin. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Einführung Grauk bluten lassen. Halte RT gedrückt, um dich an einen unaufmerksamen Grauk anzuschleichen, drücke X, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Grauk massiven Schaden zu und lockt Karagor an. Alles klar, go, go, go. Weg hier! Weiter Schritt, Jungchen! Das Blut lockt Karagor an! Spring auf, bevor sie auf dich springen! Du bist nun so schnell wie der Grauk! Lass dich von ihm jagen! Ich erwarte dich! Das wird vielleicht ein Ritt. Du bist meiner jetzt. Das klingt recht einfach. Achso, vielleicht soll ich den erstmal dahin locken. Komm her. Hey du, ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Mein Partner. Schieß ihm in den Kopf. Hab ich? Das ist Schritt 4. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst dagegen. Okay. Puh, Alter. Little Kratos hat zugeschlagen.
Graugjäger, du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Graug aufzusteigen. Nähere dich dem betäubten Graug und drücke RB, um auf ihn aufzusteigen. Du kannst auch RB drücken, um einen betäubten Graug von oben zu nehmen. Ja. Ich habe eine Idee. Oh! Nein! Oh Gott! Ist er meiner jetzt? Woohoo! Einführung Graug-Angriffe. Graug können Feinde in der Umgebung angreifen. X, sie können außerdem Uruks greifen und essen, um Gesundheit. Alter Junge! Erstmal das Zusatzziel machen. Geil, Jungs. Ah, was macht ihr jetzt? Plus mein Karagor, ey. Was willst du mit meinem Kopf machen? Bam. Zack. Nein! Dein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Bisschen ungewöhnlich, einen Graug zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Hammer, die Finsternis geil. Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Sie sind niemals allein. Okay. Nur du und ich. Boah, ist das ein normaler Typ hier? Ich wollte gerade sagen, ne? Wieso kommst du immer wieder zurück? Laberst du? Den Schild habe ich nicht ohne Grund. Denkst du, ich hätte den schon vergessen? Runter, what the fuck, Mann? Wie block ich denn? Wenn ich tot, kriege ich eine Beförderung. Du, nie und nimmer. Ich hab geschlagen und nicht gesprungen, Mann. Dich kann ich auch ohne Hilfe töten. Das hat schon einmal nicht geklappt. Ja, wie ich den angreifen soll. Wird es auch dieses Mal nicht. Zeit zu sterben. Keine Ahnung. Das nennt sich Schild. Du versuchst es doch tatsächlich noch einmal. Du machst mir keine Angst. Jetzt häng ich an der Scheißkante fest, Alter. Nur noch wir zwei Waldläufer. Alter, weißt du was? Leck mich am Arsch. Waldläufer, du hast uns gerettet. Könntest du dasselbe für meine Freunde tun? Sie haben den Orks fauliges Fleisch serviert. Ich bin zu klug für diesen Dreck! Bist du das? Dummer Waldläufer! Blute! Vielleicht krieg ich ihn ja.
Damit legst du mich nicht rein. Darauf habe ich gewartet. So was. Stakuga. Der Typ ist echt übel, ja? Komm zurück, wenn du mehr Mut hast. Der ist echt übel, ja? Einer gegen einen, wie echte Krieger. Ja, das stimmt schon, hast du recht. Ja, so viel zum Thema. Leck mich doch am Arsch, du kleiner Pisser. Komm, ich hau ab, Digga. Keine Ahnung, wie ich den fertig machen soll. Aber ich hab's ja... Ich war ja ganz gut dabei, aber jetzt kommen schon wieder seine Homies. Ich bin fast tot. So. Da hinten ist die Jagd. Oh, oh, oh. Und ich dachte, das wäre der schon. Kurzzeitig hab ich gedacht, warum ist die schnell... Achso, weil ich gerade im Kampf bin. Naja, egal. Soll er halt denken, ich bin abgehauen. Ich bin ja auch abgehauen. Aber passt schon. Juckt mich nicht. So. Verbesserung, Attribute. Hast du schon länger überlebt als alle anderen? Darf ich jetzt Schnellreise machen? Ja. Leute, ich würde allerdings sagen, ich glaube, ich sage mal, dass jetzt hier aber trotzdem erstmal Schluss ist, genau. Oder? Ich weiß es einfach nicht. Was macht gerade Bock? Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß auf alles, wir machen jetzt noch. Wir machen den weißen Grauk jetzt. Ich will den weißen Grauk jetzt sehen. Komm. Scheiß drauf, wir machen's. Wir machen es. Wir machen es. Ihr wollt ihn doch aussehen, oder Leute? Der Waldläufer liebt es, uns mit Tricks in Angst zu versetzen. Lasst ihn nicht in... Endlich sind wir frei. Sie haben uns jeden Tag geschlagen. Ja, ich weiß. Hör auf! Ich war immer freundlich zu euch. Hör doch auf, du Pisser! Immer nicht auf den Sack, ey. Oh Gott, der tötet mich gleich. Der große weiße Grauk. Thorfinn ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Okay, los geht's, Leute. Thorfinn! Na komm schon, na komm schon. Du musst ihn brechen. Und ich muss dich auf Trab halten. Ey, ohne Scheiß, was denn jetzt? Ich dachte, ich kann die blocken, Alter! Laber mich nicht voll, Thorfinn, ey. Ich geh jetzt nach oben. Oh shit, der will's wissen, ey. Denk an meine Lektionen, halte genügend Abstand. Ey, cool, ich hab den geblockt. Zum ersten Mal. Boah, Glück gehabt. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Warte mal eben.
Halt mal die Schnauze mit, du verlässtes Gebiet, ey. Ich will nur kurz meine Energie aufladen. So. Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun, kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Guten alten Zeit.